Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch am Sonntag. Ja, letzte Aufnahme für die Woche. Und wir haben jetzt gerade schon überlegt, der Regen hat aufgehört, hab die Zeit auch wieder runtergedreht. Wenn er hier mit der Bahn fertig ist, werde ich, glaube ich, selber eben sehen, dass ich die letzten Bahnen hinten vom Feld hier schon mal anfange aufzusammeln. War jetzt nur so eben so eine Idee. Damit dann das mit dem Güllen, ne? Nicht schief geht, könnte man auch sagen. So, ich möchte dann am wollte ich damit sagen, dass die sich da nicht irgendwie mal an Haare kriegen. Hier ist ja auch nicht. Gleich. Also ich denke, fährt dann nach dem Abladen hat das hier, glaube ich, geschafft. Denke ich. Also so knapp. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was für schon an Stroh jetzt noch im Lager haben. Also Mischration können wir uns echt hier nicht beschweren, da haben wir genug von. 4,4. Es geht auf die 4,5, ne? Also ja, also ich sehe, der ist jetzt voll. Er wird wahrscheinlich nicht ganz funktionieren, dass er die 3 oder 2,5 schafft. Ist ja auch, glaube ich, nicht so schlimm. Das war jetzt auch nur eben so ein Gedanke von mir. So, der ist jetzt hier angekommen und füllt schon wieder auf. Das ist schön. So, dann werden wir den können wir nämlich auch parken. Ich bin immer so am Fachsimpeln. Fahre ich den oder lass den Fan schon mal hinfahren zum Feld oder nicht? Oder brauche ich noch nicht hinfahren, weil ich, wenn der Fan mit dem Güllen fertig ist, dann muss da erstmal der Grubber dran. Quatsch, da muss doch nicht der Grubber dran. Der Dolz muss erstmal flügen, genau, so war der. Und der hat sowieso nur 9 Meter Arbeitsbreite. Also brauche ich den da auch noch nicht hinschicken zum Feld. Also. So. Der ist auch eingeparkt. Der fährt wieder zum Feld. Du drehst hier noch deine Runden. Sehr schön. Läuft, oder? Okay. Wie sieht's denn hier aus? Also, das wird immer fleißig verteilt, würde ich mal fast sagen. Und wie sieht es denn in der da müssen wir hin. Also das ist immer voll. Der ist tatsächlich immer voll. So eine Rutsche Gras. Ich glaube, gut ist, es wird wahrscheinlich jetzt noch nicht wieder nachgewachsen sein. Ah, Stroh können wir, glaube ich, nochmal nachfüllen. Das mit den Zuckerrübenschnitzeln geht ja auch von selber, weil Zuckerrüben müssten eigentlich auch noch genug drin sein.
Brauche ich zumindest. Ja. Ja. Ist aber irgendwann auch nochmal so eine. Ne? Müssen wir wahrscheinlich auch bald mal wieder ansehen. Sogar rüben. Oder war noch welche im Lager? Doch nee, da waren noch welche im Lager, ne? Jo, da sind noch. So, haben wir erstmal. Ich glaube, wir machen das erstmal eben. Noch ein bisschen Zucker rüberfahren und hier Stroh rüberfahren. Das glaube ich, das können wir eben schnell machen. Das, das ist ja nun etwas, das, was sich jetzt nicht von selber einfüllt. Ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm, ne? Das, so ein bisschen was zu tun haben, müssen wir denn ja auch noch. Oh, machen wir jetzt mal Zucker rüben. Ah, guck mal, da haben sie sich gefunden, die beiden. Und sehr gleich, fast gleich nacheinander hier. Oder? Ich meine, die verstehen sich, also das, ne? Das läuft eigentlich zwischen den beiden. Also da kann ich mich schon mal nicht beschweren, dass die beiden nicht funktionieren. So. Jetzt muss ich noch mal was. Will ich noch mal was wissen? Ach so, ja, dann habe ich das doch so gemacht. Okay. Also ich denke auch, dass mit den Kursen, die ich hier jetzt am Hof so gemacht habe, so wie es jetzt glaube ich erstmal ist, kann man es glaube ich auch erstmal so lassen. Weil ich glaube, das läuft. Ich meine hier hinten, was hier hinten alles ist, das kann man nicht auch alles als Nebenstrecke lassen. Also da brauche ich mir, glaube ich, keine Gedanken machen, dass ich da eine Hauptstrecke irgendwo noch reinzaubern muss. Ich meine, es sei denn tatsächlich, dass ich hier irgendwann nochmal noch einen Ausgang hinbauen muss oder sowas. Ich meine, wir haben hier hinten zwar einen Ausgang, ist aber nicht zwangsläufig für eine Hauptstrecke gedacht. Also wenn ich mir das denn hier so angucke auf dem Hof mit meinen Kursen, die ich jetzt ja, im Endeffekt alle gebaut habe. Wenn man denn die Südhörmann dagegen sieht, wie viele Kurse da auf dem kleinen Hof nur sind. Das ist schon ja, Wahnsinn. Also das ist ja hier harmlos dagegen. Aber mittlerweile auf der Südhörmann habe ich sie im Grunde genommen auch gut im Griff gekriegt. Dass die jetzt so einigermaßen gut funktionieren. Und immer noch bis auf diesen einen Kurs, der Rückwärtskurs. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht wieder mal. Ich habe noch nicht mich nochmal schlau geguckt oder so. Warum der nicht funktioniert. Oder nicht funktionieren will. Jo. Ich meine, bis jetzt konnte ich es so jetzt ja auch noch nicht wirklich ausprobieren, weil da war ja auch der Stall voll, das ist ja auch wieder so ein Graus gewesen. Denn wo ich ihn daher letzte Woche hingeschickt habe zum Abladen, da wurde der Anhänger ja nicht leer. Ne? Also, das hat mich auch sichtlich innerlich ein bisschen geärgert, dass es denn da nicht mehr funktionierte, ne? Oder ich meine, ich weiß nicht, ob es nicht funktioniert, aber da der Stall voll war. Das war ein bisschen blöd, aber naja.
Mir ist gerade noch so in Sinn gekommen, eigentlich völlig, völlig bescheuert. Geht an dem Anhänger wohl noch eine Anhängerkupplung dran? Könnte man mit einem LKW, ne, beide Anhänger voll machen und abladen fahren? Ich glaube wohl eher nicht, ne? Also es ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass da noch eine Anhängerkupplung dran geht. Nee, da ist keine hier. Wo man das jetzt hier gerade gesehen hat, der hier ist zwar ist nicht der, den wir, glaube ich, im Spiel haben, meine ich. Glaube zumindest. Weil ich meine, oder ist das der doch? Nee. Weil da besitzen wir nämlich keinen von. Da besitzen wir nämlich zwei von. Irgendwas war da mit dem Anhänger. Ich weiß nicht mehr so genau, was das war. Und ich hatte irgendwie mich auch von Tonys nochmal mit. Ich weiß jetzt nicht, ob das der hier jetzt war. Ich meine, er zeigt das zwar jetzt an, dass er alles laden kann. Irgendwas war da. Ich hatte da nämlich auch so ein. Einen Wagen und das hat nicht funktioniert. Da ging dann wohl, glaube ich, nur Wasser rein und Milch und dann hat es auch aufgehört, ne? Ja, ich muss zwischendurch ein bisschen um die Ecke gucken. Möchte jetzt gleich nicht den MB-Truck hier auch noch blockieren. Obwohl, ich guck mal eben lieber noch mal eben in die Anlage, wie viel noch reingeht. Oh, wir können schon wieder abladen, weil wir brauchen dann nicht mehr hin. Es hat tatsächlich mit dem letzten Anhänger gerade so, ne, mit dem letzten Rest gepasst, dass die Anlage voll ist. Meine 595, ich meine, auf die Handvoll, die da jetzt noch reingeht, brauchen wir da jetzt eigentlich auch nicht mehr hinfahren. Gut, dann holen wir jetzt noch mal eine Runde Stroh. Ja, das mit Weizen, Gerste. Milch können wir auch noch mal reindonnern. Da dürften wir nicht auch genug von haben. So, fahren wir mal einen Bogen. Dann reihen wir uns hier auch noch mal ein. Oh. Ich komme an noch hin. 3,9? Wieso 3,9? Den ich eben hatte, irgendwie was hier angezeigt mit 4,4. Also so manches Mal weiß ich auch nicht, was, wo er denn jetzt noch das andere Stroh jetzt noch dazu rechnet. Weil wenn wir jetzt am Lager stehen, warum zeigt er mir am Lager den Stand an und wenn ich im Menü gucke, zeigt er mir im Endeffekt mehr an. Weil wo, ne, schreibt er denn jetzt noch das Stroh dazu? Was jetzt noch in den Ställen ist, weil das wäre jetzt eigentlich blödsinnig, das in den Ställen jetzt auch noch mit rauf zu rechnen, weil das Stroh kriege ich da ja eh nicht raus. Wäre in meinen Augen jetzt ein bisschen blödsinnig. Hm.
Ja, aber ich sehe gerade, wir haben das für diese Folge auch schon wieder geschafft mit der Zeit. Dann würde ich sagen, war es das erstmal an der Stelle. Und dann sehen wir uns, denke mal, morgen wieder, ne? Jo. Gut, dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zugucken und dann gerne, gerne bis morgen. Haut rein. Ciao, ciao.